Unterwegs im Westen von Kuba, in einem Tal, das für sein üppiges Grün bekannt ist. Ich war noch nie in Kuba. Ich habe recherchiert im Internet. Da gibt es sehr viele Bilder, Filme von Musik, von Eisenbahn, von der Bevölkerung, von der Geschichte. Daraus habe ich gelernt. Das Valle de Viñales hat Wolfgang Stößer in ein Diorama gepackt und mit einer Schmalspurbahn durchzogen. Ein filigran gearbeitetes Modell der Spur H0E ist entstanden, in dem sich karibisch entspannt eher wenig bewegt. Gefahren wird analog, ganz einfache Schaltung, weil mein Baby ist es einfach, Landschaften zu kreieren, weniger die Fahrtechnik. In dem Fall habe ich angefangen mit den Felsen. Die Felsen sind modelliert, gefärbt. Und dann ging es um das Grün. Bevor das Grün aber dann tatsächlich fest eingebaut worden ist, sind die Gleise verlegt worden. Die Gleise sind kontrolliert worden, dass alles fährt. Und dann ist das Grün entstanden durch Sprühtechnik. Ich habe reinen Sprühkleber benutzt, sonst nichts anderes. Und aufgesprüht, das Grün aufgebracht und immer wieder schichtweise nach oben gearbeitet. Ich bin mit Spannung dran gegangen. Ich wollte diesen Versuch wagen, Kuba in der Fülle der Natur wiederzugeben, mit neuer Technik, und habe mich da Schritt für Schritt rangetastet. Und wenn es zu viel war, habe ich einfach mal Pause gemacht und habe alles liegen gelassen. Und dann aber mit Elan und Spannung vor allen Dingen und Freude weitergearbeitet. Weil in Kuba Dampfloks mit Öl fahren, hat er eine amerikanische Lok umgebaut. Sie bringt Pilger und Touristen zu einem Wallfahrtsort. Gebetet wird zur barmherzigen Jungfrau von Cobre, der Schutzpatronin Kubas. Andere ehren lieber Che Guevara. Der Freiheitskampf. Ist der nicht längst Vergangenheit? Nein, nein, das ist so üblich in Kuba. Es ist also wirklich so nachgestellt, dass es da immer noch Bilder gibt mit Propaganda, wenn man will, mit Propagandasätzen und Slogans, die da angebracht sind in den öffentlichen Straßen. Ja. Hier verspielen sie sich dezent im kunstvoll gestalteten Grün. Auch die Palmen passen sich harmonisch in die Landschaft ein. Die Palmen sind zum Teil selber gemacht. Die Blätter, man nennt es auch bei den Palmenblätter, sind gekauft, die sind gelasert auf Karton. Sie sind dann geformt, eingefärbt und der Stamm ist Eigenbau. Versteckt in einer Ecke ein alter Nickelstollen. Das Modell Valle de Viñales macht Lust auf mehr. Also auf nach Kuba. Und wann reist der Modellbauer? Da muss ich meine Freundin fragen. Gerne, ja, gerne.